Jawohl, wir sind zu Gast in Wolfsburg, Bundesliga bei den Wölfen, beim dritten Heimspiel innerhalb von 7 Tagen. Der HSV zu Gast bei den Wolfsburgern. Unter der Woche ein wichtiger Erfolg gegen Manchester. Vereinshistorisch das erste Mal in der Achtelfinalrunde der Champions League. Heute also in der Bundesliga wieder gegen Hamburg. Beide Mannschaften am letzten Wochenende mit Niederlagen. Wolfsburg zu Hause gegen Dortmund, Hamburg gegen Mainz. Trotzdem wirken auch die Gäste gefestigt in ihrer Spielweise. Heute mit Rückkehrern unter anderem die beiden, Lasogga rechts und Aaron Hunt, nach langer Zeit wieder in der Startelf. Der ehemalige Wolfsburger, im Sommer ja erst nach Hamburg gewechselt, spielt also heute von Beginn an zusammen mit Pierre-Michel Lasogga. Das gleich. Zunächst mal Wolfsburg ebenfalls mit Verletzungspech. Rodriguez und Gustavo weiterhin nicht dabei. Schäfer links und Gidavogi auf der Doppel-6 neben Maximilian Arnold, vorne Kruse und Dost als variable Spitze in einem 4-4-2 der Wolfsburger. Dann der Blick auf den HSV mit insgesamt 4 Rückkehrern. Adler im Tor, Spalt in der Innenverteidigung neben Kapitän Giroud und die beiden angesprochenen Aaron Hunt und Pierre-Michel Lasogga auf den beiden Offensivpositionen. Links Ilicevic, rechts Müller. Es ist das temporeiche Mittelfeld, das wir auch heute sicherlich wieder sehen werden. Denn die Spielweise hat gegen Dortmund und gegen Werder ganz klar gezeigt, wenn sie schnell kontern, dann sind sie gut, dann können sie auch die Tore schießen. Der HSV ist dabei, 5 weitere Siege sollten es sein, dann wäre man sicherlich gerettet mit 36 Punkten. Und vielleicht kommen hier heute weitere dazu beim Auswärtsspiel in Wolfsburg. Nächste Woche gegen Augsburg, heute erstmal dieses letzte Auswärtsspiel für die Wolfsburger, das letzte Heimspiel des Jahres. Eine traumhafte Kulisse haben wir eben schon gesehen, nach dem Weiterkommen in der Champions League. Hamburg wird anstoßen in Rot, in Schwarz, Verzeihung, von rechts nach links die Wölfe in den weißen Trikots. Mit Emir Spahic, in den letzten Wochen vertreten von Kleber. Aaron Hunt und Pierre-Michel Lasogga, das sind gleich die 3 Neuen auf dem Feld. Dazu auch Dennis Diekmeyer auf der Bank, der Rechtsverteidiger, noch nicht fit für die Startelf, könnte allerdings kommen, wenn er gebraucht wird. Auf der rechten Seite, dort spielt weiterhin Sakai. Gidavogi. Julian Draxler auf der linken Seite, Schürrle heute zunächst mal nur auf der Bank. Kleine Veränderung beim Trainer. Bas Dost, gleich die Chance, hängen geblieben an Emir Spahic. Und der erste schnelle Angriff über Aaron Hunt und Louis Holtby. Ist das die Spielweise des HSV in 2015, 2016? Es hat zu Erfolg geführt, 2 ganz wichtige Siege gegen Dortmund, als keiner damit rechnete, und gegen Werder im wichtigsten Spiel dieser Hinrunde beim Derby in Bremen, nach Jahren mal wieder im Weserstadion gewonnen. Das war ein ganz klares Zeichen der Mannschaft. Dann kam gegen Mainz ein unglückliches Spiel, viele Chancen gehabt, letzte Woche das Tor nicht gemacht. Unter anderem Michael Gregoritsch, der heute nur auf der Bank sitzt, mit so vielen Aktionen. Und dann unglücklich 3 Gegentore kassiert. Virinha. Spajic hat aufgepasst bei der ersten Hereingabe. Ilicevic. Und Wolfsburg, die drittstärkste Heimmannschaft der Liga. Die Hamburger wissen ganz genau, wie schwierig es ist, hier zu bestehen. Hier sind manche untergegangen, wie etwa Werder beim vorletzten Heimspiel in der Liga, beim 6:0 für Wolfsburg. Das will der HSV natürlich dringend vermeiden. Hunt aus der Distanz und der Pass. Ein Traumstart für Aaron Hunt. Keine 10 Minuten gespielt. Und was ist das für ein Tor hier in Wolfsburg? Den hat er aber satt erwischt. Es steht 1:0 für den HSV durch dieses Traumtor von Hunt. Lasogga jetzt für Hunt und dann einfach mal abgezogen aus 20, 25 Metern. Der Ball passt perfekt. Trash, Naldo völlig überfordert und Benaglio chancenlos. Ein Traumtor für den HSV. Ist das ein Comeback für Aaron Hunt in der Startelf und so wichtig für diese Mannschaft? Das ist das Führungstor in Wolfsburg und ein ganz wichtiges zugleich für den HSV. Und Lasogga ist da als Vorbereiter für einen Mann, der einfach mal abzieht und damit gleich das Tor macht. Das hat gesessen. Also auch hier in Wolfsburg ist ganz klar, der Schuss war traumhaft. Und jetzt gilt es aus Wolfsburger Sicht, das Ganze aufzuholen. Hamburg führt nicht nur nach dem Sieg gegen Dortmund, jetzt auch mit dem Führungstor gegen Wolfsburg. Aber da ist Bas Dost und Virinha. Gidavogi.
Lars Dost, Kruse im Strafraum, gleich die Antwort der Wolfsburger mit dem nächsten Angriff für Gina Vogie. Was ist das? Vorarbeit, Sakai und Dost staubt ab. Fehler von Hamburgs Rechtsverteidiger. Der Ausgleich, keine 3 Minuten hat es gedauert seit dem Führungstor. Sakai, der diesen Ball klären will und direkt vors Tor spielt. Also das ist mal ein Auftakt. Erst dieses Traumtor von Hans, dann dieser Aussetzer von Sakai. Wolfsburg wieder dran, durch dieses Tor von Bas Dost nochmal zu erkennen. Die Hereingabe von Kruse und dann Sakai mit Traumvorarbeit. Aber für den falschen Mann, für Bas Dost. Keine Chance für Holtby, der da nichts machen kann, auch nicht René Adler. Ist das bitter für Hamburg. Erst dieser satte Schuss von Aaron Hunt und dann der Fehler von Sakai und Bas Dost trifft zum Ausgleich für Wolfsburg. Viertelstunde gespielt, Partie geht von vorne los. Die Fans sind wach, die Spieler haben gleich mal was gezeigt. Hamburg wieder mit dem Anstoß von rechts nach links. Und jetzt die Frage, wer legt nach, wer schafft es hier, die nächsten Akzente zu setzen? Aaron Hunt, Gideon Jung und Nikolai Müller. Also sowas habe ich auch, um ehrlich zu sein, lange nicht gesehen, dass ein Spieler da den Ball aber quasi nicht als eigenes Tor befördert, aber als direkte Vorarbeit. Ich glaube, das hat Dost selber überrascht, dass der Ball so kam, aber er hat schnell geschaltet. Hat er stark gemacht, der Stürmer der Wolfsburger, die Situation sofort genutzt. Wolfsburg mit Julian Draxler und dem nächsten Angriff Giroud. Oh, die nächste Unsicherheit, diesmal gegen Gida Vogie. Die Nervosität ist zu spüren bei allen Hamburgern, die jetzt mit Fehlern hier auf einmal das Spiel in Gefahr bringen. Marcel Schäfer, einmal mehr auf der linken Seite für den VfL. Kruse und Draxler! Nächstes Tor, 2-1, Julian Draxler! Partie gedreht, 20 Minuten gespielt, das nächste Tor für Wolfsburg, klasse Vorarbeit. Und nach dem frühen Gegentor führt Wolfsburg jetzt nach diesem klasse Pass von Kruse für Draxler keine Chance. Frenierter, das geht viel zu schnell. Der Raum ist da und dann kann er nichts machen gegen Draxlers Schuss. Ein wunderbar rausgespieltes Tor. Der Raum war da im Strafraum der Hamburger. Und Draxler macht das ganz eiskalt für den VfL Wolfsburg. Seine Aktion, die Partie dreht, Wolfsburg in Führung, jetzt ist der HSV gefragt. Wie reagieren sie nach diesen beiden schnellen Gegentoren? 8 Minuten gerade mal zwischen Ausgleich und Führungstor. Also ein munteres Spiel, noch keine halbe Stunde gespielt bereits. 3 Tore, das geht hier offensiv los auf beiden Seiten. Gideon Jung. Nächste Aktion am Wolfsburger Strafraum. Abgefangen von Marcel Schäfer. Julian Draxler. Bas Dost. Oh, schon wieder in letzter Sekunde geklärt. Diesmal von Nikolai Müller. Da war der Weg frei für die Wölfe, aber das hat Hamburgs Mittelfeldspieler gut verteidigt. Ja, Sorger und Hand gegen Benaglio. Erste Parade von Wolfsburgs Torwart. Ist da gegen Aaron Hunt bei dessen zweiter Gelegenheit. Max Kruse, zum Fall gebracht vom eigenen Mitspieler, Zusammenstoß mit
Maximilian Arnold. Gnabry. Kruse weiter für Virinha. Und das ist ganz stark von beiden, von Virinha und auch von René Adler, der diesen Ball abwehren kann. Hätte genau gepasst zum 3:1. Er ist so wichtig im Tor der Hamburger. Sie haben keine Probleme auf der Position. Dortmund hier als Vertreter, Adler als Nummer 1. Das ist die klare Ordnung im Hamburger Tor. Und es gibt die nächste Ecke für Wolfsburg von rechts von Julian Draxler. Wie steht Hamburg bei Standards? Auch mit Problemen. Stark gespielt von Oschadek für Sakai. Einwurf für Lasogga. Milicevic. Sakai. Flanke abgeblockt. In Wolfsburg mit Schäfer und Gnabry. Nächster schneller Angriff. Sakai geht dazwischen. Hat sich gefangen nach den Problemen in der Anfangsphase. Der HSV macht wieder mehr. Aaron Hunt. Lasogga nicht ganz rangekommen. Naldo ist Kopfballstärker als Hamburg-Stürmer. Naldo auch mit 2 Treffern gegen Manchester hat einen großen Beitrag gezeigt, dass die Mannschaft in der Achtelfinalrunde steht. Nächstes Jahr geht es dann weiter mit den nächsten Spielen. Das erste Mal K.O.-Phase in der Champions League. Es wird ein ganz großes Fest werden in Wolfsburg und dann auch beim Gegner. Virinha. Kruse. Gut gespielt. Vorteil. Nach dem Foul an Virinha geht aber sofort weiter für den Wolfsburger Kruse. Gnabry mit Übersicht gespielt. Kruse, wer findet die Lücke wie beim zweiten Treffer? Wieder Max Kruse, Christian Dresch, Virinha gegen Ilicevic. Im Nachsetzen dann verteidigt. So, 3 Minuten noch bis zur Pause. Wolfsburg führt. Nach dem Traumstart für den HSV durch das Tor von Aaron Hunt hat Wolfsburg klasse reagiert. Mit 2 schnellen Gegentoren für die Hamburger dann die Partie gedreht. Ein Aussetzer von Sakai, ein gut herausgespielter Angriff für Julian Draxler. Zudem der HSV bei weitem nicht so stark wie in den ersten Minuten, als man diese erste Chance gleich mal nutzte. Aus 25 Metern über Aaron Hunt. Über Kombination ging noch nicht so viel bei den Hamburgern. Vielleicht jetzt mit Gideon Jung, 21 Jahre alt, ganz junger Mann in der Hamburger Startelf. Auch schon gegen die Bayern gespielt beim Saisonauftakt. Hunt, Müller, Holtby, Doppelpass, missglückt. Nachspielzeit läuft, die ist lang bemessen aufgrund der 3 Tore in diesem ersten Durchgang. Nochmal Hamburg mit Lasogga. So, jetzt ist Halbzeit in Wolfsburg. Zunächst mal die 2:1 Führung für die Gastgeber, die hier früh in Rückstand gerieten, dann aber reagiert haben durch die beiden Tore. René Adler mit einer Glanztat gegen Virinha hat die Vorentscheidung verhindert beim 3:1, das möglich war. Insgesamt eine gute Halbzeit der Wolfsburger. Trotz des schwachen Startes waren sie besser, haben verdient hier die Tore gemacht und wir sind gespannt auf den zweiten Durchgang. Jetzt zunächst mal eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter in Wolfsburg mit dem zweiten Durchgang. Hamburg zu Gast beim VfL. Bis gleich!